Is it all right if I stay today? Is it all right if I stay today? Take my time, far behind. Hallo bei Cosis Deko Tipps. Gefreut mich, dass man wieder zuschaut heute. Und mir gefreut auch, dass die Lea mir heute hilft, weil mein Finger ist verletzt und ich sollte mich nicht zu viel bewegen. Daher machen wir heute das gemeinsam, die Lea und ich. Und das wird sicher perfekt, Lea. Und eigentlich passt es jetzt perfekt, weil gestern habe ich ja mit der Alina gedreht. Da war es übrigens um 20 Grad wärmer. Es ist unglaublich. Da waren wir sommerlich angezogen, heute früh mal schon wieder ein bisschen. Und was wollte ich sagen? Ah ja, und ich habe ja eigentlich gesagt, dass die Lea sowas Liebes gemacht hat bei ihrem Stirnaufgang. Und jetzt kann ich es gar nicht so gut machen, weil ich meinen Finger schonen soll. Und jetzt macht die Lea das für mich. Das ist echt voll nett, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil die Lea ist jetzt auch nicht so kamerageil, gell, Lea? Also sie muss sich da auch, glaube ich, ein bisschen überwinden, so wie ich heute halt am Anfang auch. Irgendwann wird man es eh voll gewählt. Genau, deswegen zeige ich uns die Lea was und eben für die Birkenstämme, was man da um die Kerzen immer dumm machen kann. Und mir ist dann noch was eingefallen, und zwar, man hat ja oft als Geschenk so Blumentöpfe und würde es aber nicht so herschenken und will aber nicht mehr Geld ausgeben jetzt für einen Übertopf. Und dann macht man meistens, oder im Blumengeschäft werden dann meistens so Papiermanschetten immer dumm gewickelt. Ist auch nicht schlecht, aber ich zeige euch halt einfach Varianten, wie man das noch lieb verpacken kann, was ein bisschen persönlicher ist, natürlicher und einfach lieb ausschaut. Gehen wir? Ja. Ja, nimmst du die Schar oder und die Tasche? Und dann gehen wir Lavendel schneiden. Wieder mal Lavendel schneiden. So. Aber es ist einfach so, Lavendel ist einfach das ganze Jahr wertvoll für uns, gell? So ist es. Didn't think it'd go this far. Goodbye to this house we thought would always last. This is where Dad's garden grows. Summer haze, my reading place, laying a tiptoe. Weiter geht's. Riechen und lachen, Lea. Riechen. Ja, gut, gell? Ja, voll. Ja, weil das jetzt da so noch die frischen Triebe sind, jetzt schmeckt riecht er noch stärker. Ja. Ja, das ganze Jahr riecht er, gell? Ja, voll. Eigentlich immer. Ja. Those gray steel wooden stairs. Ja, gibt Schlimmeres. Außerdem, du bist so fesch. Du machst dich so gut. Da wird dann noch ein Stolz sein auf dich. Ja, dann. Ich dachte,
Das glaube ich. Okay, dann hast du aber jetzt ganz schön tief geschnitten. Markus ist ja nicht da. Ah, der trifft schon. Ja, ja. Machen wir zuerst den Topf oder die Kratzer? Beziehungsweise machst du zuerst den Topf oder die Kratzer? Bitte lass du das Mikro da. Was ist da? Oder lahm mal das aus. Vielleicht Kratzer, dann ist das klar, Dings erledigt. Ja. So, das ist daher. Ja, lass einfach aus, oder? Ja. Boah, das riecht gut. Voll. Richtig gut. Ja. Das ist eh gar nicht so viel. Ja. I wanna wake up in the morning with someone new. I wanna do the things they say we shouldn't do. I wanna wake up in the morning with someone new. If I forget to be done, break the rules. I wanna wake up in the morning. Fertig sind unsere Lavendelkranzerl auf Birkenstämme und ich finde, das schaut echt super schön aus. Ist natürlich, duftet, ist einfach zu machen.
Und das war der Lehrer ja Idee. Gell, Lehrer? Das haben wir jetzt dir nachgemacht. Und er schaut echt lieb aus. Sie hat das eben so beim Treppenaufgang so auf die Stufenstege gemischt mit Blumen. Das schaut unglaublich lieb aus. Und jetzt machen wir noch die Verkleidung des Plastiktopfes. Ich finde, das schaut auch als Tischdeko auf einem Terrassentisch mit einer Blume dazu so schön aus. Wir haben wieder voll die Freude, gell, Lea? Und jetzt zeige ich, wie man so Plastiktöpfe originell verkleiden kann. Und zwar erstens mit Lavendel. Und die zweite Variante ist, da biegt man da ein Doppelklebeband um. Und dann, da im Garten sind noch so viele Staudenstiele, die nehmen wir her, das biegt man dann da auf. Ich glaube, das schaut so richtig cool aus. Ja, das wäre so cool. Okay, jetzt, oder? Ja, das Doppelklebeband.
Also das sind jetzt zwei Varianten, wie man so einen Plastiktopf natürlich verkleiden kann, ohne dass man eben einen Übertopf kauft. Und das schaut einfach total nett aus, wenn man das so herschenkt. Oder eben so mit den Verone Castrum-Stile. Ja, wir sind fertig für heute. Jetzt wisst ihr, wer meinen Kanal einmal übernimmt. In 10 bis 15, 20 Jahren, keine Ahnung. Die Lea, glaube ich, die Kode ist dann in 10, 15 Jahren. Wahnsinn, Lea, wie alt bist du dann? 36, 40, sowas. Und ich? 65. Ja. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke an die Lea fürs Helfen. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid am Mittwoch wieder mit dabei. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet gar nichts, weil manche fürchten sich da immer, dass das Abonnieren. Das Abonnieren ist irgendwie auch ein blödes Wort, gell? Weil normal, wenn man was abonniert, ist das meistens nicht so vorteilhaft. Nein, nicht so vorteilhaft, aber man muss entweder wieder deabonnieren oder was zahlen. Aber auf YouTube, das ist kostenlos und das ist auch ganz einfach. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr bei uns im Webshop reinschaut. Danke an alle, die bei uns bestehen. Das ist natürlich eine riesen Unterstützung. Somit funktioniert halt auch das Ganze mit dem Filmer und mit den Leuten, die die Filme dann auch schneiden. Und ja, es macht richtig Spaß, dass das funktioniert, gell, Lea? Weil das haben wir selber nicht gewusst. Wir sind ja erst seit 3 Jahren selbstständig und machen das so mit Webshop und YouTube-Film. Und es funktioniert und das macht echt Spaß. Also danke an alle, die uns da unterstützen. Und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallöchen. Markus. Weil wir das Service-Szenario mit dir. Warst eben Blütenmeer. Naja. Da machen wir jetzt einen Soft. Schau, Lea, das ist eine Traubenkirsche. Ja, brauchst du mich da? Ich hab wichtige Dinge zu tun. Wenn's blöd da steht, ist nicht. Ja, was soll ich im Topf halten? Nein, holst bitte 2 Liter Wasser. Genau, das ist eine Ansage. Viel mehr reicht. Damit kann ich was anfangen. Viel mehr reicht das nicht. Ja, bitte. Danke. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire. La vie sans toi. Einen Tag später und wir werden jetzt den Soft fertig machen und ich bin schon so neugierig, wie der schmeckt. Riechen da das sehr intensiv, voll gut. Ich finde hauptsächlich irgendwie ein bisschen nach Hollersoft, aber ein bisschen ein Mandelgeschmack ist dabei. Ich bin neugierig, wie er schmeckt. Jetzt tun wir das aus, sieben das durch Haushaltspapier und dann kommt 2 Kilogramm Zucker dazu. Das wird aufgelöst und dann in Flaschen gefüllt und dann ist das fertig und wir kosten das dann, gell, gemeinsam. Und Lea hilft mir, weil mit meinem Finger fahre ich da jetzt nicht rein. Da haben wir Platztaschen leer. Passt. Do you remember how we kiss in the kitchen? As the coffee pours. By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going, I don't care. Ich übernehme wieder. Is it all right if I stay today? Die Alina war ja mit Markus bei der Traubenkirsche, ein wunderschöner Baum, gell? Ja. Und die Alina und der Markus haben ja die Blüten mitgenommen zum Saft machen. Und mehr kosten den jetzt, Alina. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Traubenkirsche.
Es gibt ein Porträt bei Markus Burkhardt über den Bam und jetzt kosten wir. Unglaublich eigentlich, gell? Echt gut. Der, eine Mischung aus Kirschen und Holunder, da würde ich sagen, ein bisschen. Also er hat, ist fruchtiger wie Holundersaft. Ja, intensiver. Intensiver, ja. Voll witzig. Ich könnte es wirklich jedem empfehlen, mit der Traubenkirsche einen Soft zu machen. Er ist wirklich extrem gut. Gell? Ja. Es ist Zucker dabei, aber das ist halt bei jedem Verdünnungssoft und sicher gesünder wie ein gekaufter Soft. Und ich finde, der schmeckt genial. Es ist jetzt 10 vor 2, Donnerstag. Heute ist geöffnet, immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Wir freuen uns, wenn es uns besucht. Es gibt immer Kaffee und Kuchen. Und heute ist so ein schöner Tag, das ist perfekt. Und heute gibt es natürlich für alle Besucher einen Traubenkirschensaft.